Wird das aussehen, dieses Gebäude hier auf diesem Schrottplatz? Im heutigen City Update werden wir hier unten den Schrottplatz fertig gestalten. Und zwar möchte ich hier an dieser Stelle ein Schrottplatzgebäude bauen. Ein kleines Büro, eine kleine Garage, aber auch nicht viel mehr. Vielleicht noch so ein paar Antennen drauf oder sowas. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Bevor ich jedoch das Schrottplatzgebäude baue, habe ich mir gedacht, ich füge hier erst den Unterbau für die Straße ein, gucke, ob die Kabel alle vernünftig sitzen, mache die Grabenvorbereitung und dann schneide ich die Baseplate, gucke, ob die passt. Jawohl, sie passt und dann werde ich sie anschließend hier fixieren mit diesen kleinen Plates und unterschiedlichen Plates, sodass das hinterher auf der Seite zumindest erstmal richtig fest ist. Ja, ich würde sagen, feine Sache. Irgendwie müssen wir ja den Graben so weiterziehen. Auf der anderen Seite werde ich das mit den Fliesen lösen, denn die Fläche des Schrottplatzes muss mit der Straßenplate über die Teils verbunden sein. Hier habe ich den Zaun auch schon einmal fertig gemacht und jetzt kommt es zu den Verbindungen. Das war gar nicht so einfach, die zu lösen. Es war teilweise so fest und stand so unter Spannung, weil wir dort zwei verschiedene Flächen haben. Aber ich denke, das habe ich letztendlich gut gelöst und es sieht auch, wie ich finde, recht gut aus. Jetzt habe ich ein paar Teils hier vom Schrottplatzgelände weggenommen, damit ich mit den Dreiecksfliesen die Straßenplatte gut fixieren kann. Anschließend heißt es natürlich, den Zaun einfach nur draufklicken und dann ist alles soweit fertig. Ja, ich glaube, das ist ein klasse Bild. Das lässt sich doch schon super sehen. Wir haben jetzt circa 2 Meter Landstraße. Und hier natürlich ist jetzt Folgendes zu tun. Einmal noch die graue Fläche hier befliesen. 2 Regeneinläufe habe ich hier noch auf der Schrottplatzfläche gemacht, wie ihr seht. Ich glaube, das fehlte noch an der Stelle. Und natürlich einen Hydranten hier direkt an der Landstraße für den Schrottplatz. Und jetzt mache ich mich hier an die Fliesen dran. Ja, so richtig Spaß macht Fliesen natürlich nie, aber es muss natürlich sein. Und ich kann natürlich an der Stelle auch meinen Leitpfosten wieder einfügen und ich mache auch nur genau bis hierhin. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Dieses Set würde ich ganz gerne hier einbauen wollen, die 6363 von Lego aus den 80er Jahren. Finde ich total klasse. Ich würde es natürlich nicht so lassen, ich würde es ein bisschen umbauen, so dass es letztendlich hier hinpasst. Das heißt wahrscheinlich Garage hier und hier das Werkstattbüro. Ich weiß es noch nicht genau, aber das wird ein klasse Spiel werden, denke ich. Ich bin gespannt, ob mir das gelingt. Ich werde es wie gesagt ein bisschen breiter bauen, ein bisschen länger. Mal sehen. Also, ich lege los und melde mich gleich wieder. Hier hinten bin ich soweit mit der Begrünung auch fertig geworden. Da fehlt ja noch so ein kleiner Streifen. Eine Baumwurzel habe ich hier auch schon eingefügt. Da möchte ich gerne einen ziemlich großen Baum hier hin machen, der das ganze Gebäude so ein bisschen überragen wird. Ja, hier noch ein Lightstex-Kabel, was hier durchgeführt wurde. Das werde ich hinterher später an das Gebäude einfach anklicken. Und hier seht schon einige Noppen, die wir hinterher auch auf jeden Fall belegen werden. So, und jetzt kommen wir auf jeden Fall erstmal zum Gebäude. Ja, so sieht das Gebäude jetzt aus. Ich weiß gar nicht, wie ich es halten soll. Ich habe gedacht, ich nehme es einfach in die Hand und zeige es euch. Ich habe es ein bisschen umgemockt, wie ihr seht. Das Dach leicht verändert. Habe natürlich die alten Sachen wie dieses Schild und hinten diesen Stuhl, der ja letztendlich wie so ein Wagenheber sein soll, drangelassen, weil das ist einfach Nostalgie. Das musste einfach sein. Ja, und ich denke, dass ich das hier über halb L gebaut habe, so in sich verschachtelt quasi mit dem Dach, finde ich gar nicht so schlecht. Können wir absolut so lassen. Hier noch ein kleines Waschbecken mit einem Mülleimer, denn das ganze Ding hat ja auch keine Toilette. Das Ganze ist hinten geschlossen, hier so ein kleines Fensterli noch drin. Der Innenraum ist sehr, sehr klein, sehr schmal. Ihr seht 3 Bricks Breite nur, das ist auch keine Grundplatte hier unten drin. Wir werden das Gebäude einfach nur auf die Fläche aufsetzen, was absolut reicht. Denn es muss auch sein, ich brauche diese Fläche hin und wieder mal als Tritt- oder Stellfläche, um auch mal sauber zu machen. Ja, ein bisschen Beleuchtung ist hier eingebaut noch mit Lightsticks. Ganz wild einfach drauf losgebaut. Ob, da ist schon das erste Teil abgefallen. Hier ist dieser Stecker, den ich dann hinterher hier anklicken werde. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache erstmal. Wir bauen das jetzt ein und dann zeige ich euch das Ganze. Hier noch einen Lautsprecher und noch eine Uhr. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Ja, das machen wir wieder dran und dann geht's gleich weiter. So, das Gebäude habe ich jetzt erst einmal eingebaut. Ich habe hier hinten einen gelben Zaun einmal noch hingesetzt. Und auch, ihr seht, der Abschluss ist richtig gut gelungen. Das klappt wunderbar. Hier ist dadurch so ein kleiner Innenhof entstanden.
Hier ein kleiner Busch vor dem Kabel. Man sieht es eigentlich kaum. Ich finde das richtig gut. Ja, hier vorne auch ein kleiner gelber Zaun, eine Absperrung für den Schieber der Schrottpresse ja hier. Das muss schon sein. Aber ich denke, wir haben hier noch genug Platz, um mit dem Auto herzufahren oder mit dem LKW. Das klappt definitiv. Zumindest im Rückwärtsgang. Hier auf jeden Fall noch ein kleiner, ja, ne? Ihr wisst schon, man muss ja auch mal sein Geschäft verrichten. Und ich glaube, das fehlte hier ja noch, denn in diesem Gebäude ist ja keine Toilette drin. Also, ich glaube, das ist gut. Und jetzt kommen wir zur weiteren Ausgestaltung. Das ist der Boss, der das ganze Firmenunternehmen hier leitet. Ja, ein kleiner Wichtigtuer, aber er hat alles hier im Griff. Ich glaube, mit diesem kleinen Cabrio haben wir einen tollen Wagen dazu gemacht. Das hier unten ist Junior, der wartet schon auf seinen Vater. Ein Hofhund durfte natürlich auch nicht fehlen. Dort hinten habe ich noch zwei Sackkarren hingestellt und einen Eimer mit einer Schaufel und einem Besen. Ich glaube, die Ausgestaltung ist vollkommen ausreichend. Hier nochmal das Firmenlogo und einen Masten, einen Fahnenmasten für das Zeichen. Ja, internationaler Schrottplatz. Ja, ich glaube, das ist richtig gut gelungen. Hier vorne nochmal die Szene, der das Motorrad repariert. Ja, ich glaube, das lassen wir definitiv so. Es ist beleuchtet und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall auch nochmal an. Kommen wir zum Baum. Ja, was meint ihr? Ist doch mal wieder eine andere Bautechnik und sieht hier, wie ich finde, richtig stark aus. Ich finde das gut, wenn man mit der Kamera hier so herfährt und sich das eine Bild vor dem anderen so herschiebt. Das finde ich richtig klasse. Ihr wisst ja, es klappt nicht immer so ganz hundertprozentig mit der Beleuchtung, aber ich denke, hier im Hinterhof gut zu erkennen, ja, das reicht vollkommen aus mit der Beleuchtung. Definitiv. Auch hier vorne einmal die Halle einmal. Mal gucken, ob ich das schaffe, mit der Beleuchtung gut drauf zu kriegen. Ja, es geht. Die Beleuchtung selbst sieht man nicht, es ist quasi wie indirektes Licht. Aber ich denke, der ganze Schrottplatz sieht so beleuchtet richtig gut aus. Auch die Umgebung mittlerweile. Das hat sich schon richtig gelohnt zu beleuchten, definitiv. Tja, das war der Schrottplatz. Ein super großes Teilprojekt, wie ich finde. Richtig klasse gelungen. Entlang der Landstraße hier ein toller Blickfang. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Es geht ja hier mit der Landstraße weiter und der Transrapid-Strecke und. Ja, es wird viel passieren. Da könnt ihr euch definitiv drauf verlassen. Aber wie gesagt, der Schrottplatz für mich ein Highlight hier definitiv. Gerade mit der funktionierenden Schrottpresse finde ich einfach nur klasse. So, und jetzt machen wir diesmal leider auch keine Zugfahrten mehr. Weil, ja, das Video ist schon wieder lang genug und es dauert und es braucht auch immer Zeit, die Waggons hier auf die Schienen zu setzen und so weiter. Im Moment fehlt mir ein wenig die Zeit, aber ich denke, ich konnte euch hier ein super Projekt präsentieren in den letzten Folgen und ja, somit vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich denke schon, dass wir hier drüben erstmal die Landstraße weiter fertig gestalten mit dem Graben und so weiter. Das muss das nächste Ziel sein. Vielleicht auch tatsächlich hinten schon zu den Gleisen hin weiterarbeiten. Mal sehen. Oder wir machen da vorne mit der Transrapid-Strecke weiter. Auch das ist ja definitiv möglich. Muss ich mir tatsächlich noch überlegen. Also, bis dahin. Tschüss.